Hallo, an diesem Vollmondabend. Ich sitze gerade vor meinem Brotbackofen, vor dem Lagerfeuer, räuchert mit duftenden Kräutern. Zu meinen Füßen ist das Sackerl mit dem Rasch, mit dem Waldgras. Und jetzt war der Impuls da. Jetzt mache ich mir ein Vollmondkissen und jetzt nehme ich gerade aus diesem wunderschönen violetten Stoff ein Kissen und fülle es noch mit Rasch, mit dem Waldgras, damit ich die nächste Hälfte von diesem Jahr 2019 drauf ruhen kann und gut schlafen kann. Und ich finde das ganz schön. Ich fange heute beim Vollmond an und werde bis zur Sommersonnenwende, wo ich, wenn es irgendwie geht, jeden Tag nähen, bis das Kissen fertig ist. Und es soll ein Seelenkissen sein. Und ich werde beim Nähen singen, einfach singen, was rauskommt. Vielleicht kann ich ja schon gewisse Träume herbeisingen. Vielleicht kann ich das vergangene halbe Jahr schon ein bisschen aufsingen, auflösen, hinter mir lassen, transformieren, abschließen. Vielleicht kommen Lieder und Klänge, die genau diese Wende jetzt begleiten können und die mich dann jeden Tag vom kommenden halben Jahr in die Nacht eine begleiten. Es ist wunderschön, beim Nähen zu schweigen, einfach Stich für Stich mit der Hand zu machen, am liebsten nein, ja wirklich mit der Hand, jeden Stich. Und am liebsten nehme ich alte Stoffe her, Baumwollstoffe, Leinenstoffe. So. Da habe ich heute lila kariert. Kleinkariert. Ja, ein bisschen kleinkariert darf im Hexenjob und so sein, das passt schon. Und ja, neben mir blüht das lila Helmkraut. Das ist auch sehr beruhigend. Ich glaube, da tue ich auch ein paar Zweigerl dazu, nachdem mein ganzer Garten voll von diesem Kraut ist. Und ja, so wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Vollmondabend. Und schauen wir mal, wann das Kissen fertig wird. Schöne Klänge, schönes Hineingleiten in die Nacht. Und neben mir knistert das Feuer. Ja, Dankbarkeit und Zufriedenheit, glaube ich, breiten sie gerade aus. Aho!